Moin moin und willkommen zu Physical Indie Review. Die Sendung, wo ich mir die Retail-Veröffentlichungen von Indie-Spielen ansehe und anderen Nischenspielen. Wir starten heute mit dem Spiel To the Moon für den PC. Ein Spiel, was von Freebird Games entwickelt wurde und Lace Mamba hat die Retail-Veröffentlichung gehandelt. Eine kleine Anmerkung möchte ich aber noch vorweggeben. Das Videomaterial, was ihr sehen werdet, sieht ein klein bisschen ruckliger aus, als das Spiel in echt ist. Das liegt daran, dass ich persönlich einen Fehler beim Capturen gemacht habe und das tut mir sehr leid. Wahrscheinlich werdet ihr auch gerade ein Vergleichsvideo momentan sehen. Und ich verspreche, das wird bei der nächsten Sendung nicht mehr vorkommen. Es tut mir leid, behaltet das einfach im Hinterkopf und ich würde sagen, viel Spaß und fangen wir an. To the Moon kommt in einer Standard-DVD-Hülle, die in einem Pappschuber steckt. Vorne können wir ein wunderschönes Titelbild sehen und auf der Rückseite bekommt man die üblichen Beschreibungen des Spiels und ein paar Screenshots. Diese sind leider nur sehr klein geraten und man muss schon sehr genau hinsehen, um sie zu erkennen. Die Verpackung lässt sich vorne aufklappen und gibt so ein paar Pressezitate und ein schönes Artwork frei. Das erinnert mich an alte 90er PC-Verpackungen und wie ich finde, ist ein sehr schönes Detail. Im Pappschuber steckt, wie eben schon genannt, eine Standard-DVD-Hülle. Die Hülle hat die gleiche Vorder- und Rückseite wie der Pappschuber. Ich finde, hier hätte man das Titelbild auf jeden Fall frei von Logos und USK-Zeichen abbilden können. Da es leider kein Wendecover hat, sehe ich das hier als vertane Chance an. In der Hülle befindet sich leider keine Anleitung oder etwas ähnliches. Dafür bekommt man aber den Soundtrack auf einer separaten Standard Redbook Audio CD. Das ist für mich ein definitives Plus, weil ich kein Fan davon bin, wenn der Soundtrack einfach als Datei auf der Spiele-CD enthalten ist. Da wir davon sprechen, man bekommt das Spiel auf einer PC-kompatiblen CD-ROM. Das Spiel selber sollte man auf jedem handelsüblichen PC zum Laufen bekommen, da es ab Windows 98 läuft und nur 800 MHz Prozessor, 512 MB RAM, 150 MB Festplattenspeicher und DirectX 9.0c benötigt. Auf der Verpackung steht zwar als Anforderung eine Internetverbindung, aber man benötigt kein Steam oder ähnliches, da das Spiel hier in einer DRM-freien Version kommt. Und ich denke, das steht da nur wegen der üblichen Updates und kostenlosen Erweiterungen. Zudem kann man das Spiel nach dem Installieren sogar ohne die Spiele-CD spielen. Die physische Veröffentlichung scheint hingegen der Online-Version nicht Mac- und Linux-kompatibel zu sein. Zumindest weist nichts darauf hin, dass sie es ist und ich habe nicht die Systeme, um es auszuprobieren. Dafür installiert sich das Spiel auf dem PC standardmäßig in der deutschen wie auch englischen Version. Leider sind die Sprachen im Spiel selber nicht auswählbar, sondern man muss zum Starten der englischen Version in den Programmordner gehen und dort die To the Moon English-Anwendung starten. So viel zu der Retail-Version, aber kommen wir nun zum eigentlichen Spiel. Kangao ist der Entwickler hinter diesem Spiel, so eine Art Bedroom-Entwickler. Denn er zeichnet sich nicht nur für das Spiel selber verantwortlich, sondern auch für den Soundtrack. To the Moon ist im traditionellen Sinne eigentlich kein Videospiel, da es hier eher weniger bis fast gar keine Spielemechanik gibt. Und so gibt es auch kein Gewinnen oder Verlieren, sondern es geht ausschließlich darum, die Geschichte voranzubringen. Das ganze Spiel lässt sich mit der Maus oder Tastatur steuern und nur ein paar wenige Momente im Spiel benötigen eine besondere Steuerung über die Tastatur. Man bewegt sich durch das Spiel und drückt die meiste Zeit den Text weiter. Es gibt nur eine Art von Puzzlerätseln im Spiel, die einer Spielemechanik nahe kommen. Aber auch hier ist es egal, ob man es gut oder schlecht macht, da dies keine Auswirkungen auf das Spiel selber hat. Zudem gibt es auch nur einige wenige Stellen, an denen man Entscheidungen treffen kann. Diese verändern aber nur kleine Details und nicht den Verlauf der Geschichte. Somit würde ich To the Moon eher als interaktive Fiktion oder grafische Novelle bezeichnen, als ein Videospiel, da diese Bezeichnung vielleicht in die Irre führen könnte. Aber darüber diskutieren ja schon einige Leute seit längerer Zeit in der Videospielszene. Und ich will hier auch gar keine endgültige Ansicht oder Bezeichnung formen, sondern nur darauf aufmerksam machen, was euch bei To the Moon erwartet. Im Punkto Grafik sieht das Spiel einem Super Nintendo Spiel sehr ähnlich. Das liegt wohl daran, dass das Spiel mit Hilfe des RPG Maker XP erstellt wurde. Dies ist Freeware Software, die es jedem ermöglicht, 16-Bit-mäßige Rollenspiele zu erstellen. Oder auch andere Sachen, wie im Fall von To the Moon. Es gibt darauf im Spiel selber auch eine kleine Anspielung. Hier und da gibt es zwar ein paar nette Effekte, die auf dem SNES natürlich nicht möglich wären, aber die Art des Designs muss einem schon zusagen. Ich persönlich liebe Super Nintendo Grafik und finde, dass das Spiel wirklich toll aussieht. Aber das ist natürlich nur sehr subjektiv.
Der Soundtrack hingegen ist CD-Qualität und unterstreicht das Spiel wunderschön. Hier sind sehr viele klavierlastige Stücke enthalten, die von spannend zu freudig, zu traurig, zu mysteriös und auch zu gruselig übergehen. Immer genau das, was das Spiel gerade benötigt. Im Allgemeinen ist es eher ein ruhiger Soundtrack, der aber die relativ minimalistische Grafik so gut unterstreicht. Kaum Spielemechanik, minimalistische Super Nintendo-ähnliche Grafik und zudem ein ruhiger Soundtrack? Ihr fragt euch vielleicht, was ist denn der Grund, warum ich das Spiel spielen soll? Die Begründung ist einfach: die Geschichte. All die hier vorher genannten Teile dienen nur dazu, eine Plattform für die Geschichte zu bilden oder diese weitestgehend zu unterstützen. Und da die Geschichte das Hauptaugenmerk bildet, möchte ich hier natürlich nicht spoilern, sondern gebe euch nur das grundlegende Setup der Geschichte und meine persönliche Meinung dazu. Als Grundlage meiner Review habe ich die deutsche Version genommen, da ich denke, dass die meisten von euch das Spiel wenn auf Deutsch spielen. Ich habe aber auch in die Originalfassung des Textes reingeguckt und muss sagen, die Übersetzung ist sehr gelungen. Natürlich lässt sich niemals alles 1:1 übersetzen, aber hier hat man sich viel Mühe gegeben. Und da es sich hier eher um ein Drama handelt, muss man in der deutschen Fassung auf nichts groß verzichten, da es hier nur wenige bis gar keine Wortwitze gibt. Und solche Sachen sind es oftmals, die man nicht wirklich übersetzen kann. Meines Erachtens kommt der Humor und der Charme der Geschichte im Deutschen wie im Englischen genauso rüber. Aber alle von euch, die das Spiel im O-Ton spielen möchten, haben, wie vorhin schon angesprochen, auch dazu die Möglichkeit. Aber nun zur Geschichte von To the Moon. Ihr übernimmt die Rolle der beiden Wissenschaftler Dr. Eva Rosaline und Dr. Neil Watts, die bei der Sigmund Corp Lebensagentur beschäftigt sind. Diese Agentur erstellt mit einer futuristischen Maschine und den Erinnerungen eines Patienten eine neue Lebensgeschichte für diesen, die dann für den Patienten zu 100% real erscheint. Ihr trefft mit einem kleinen Unfall bei eurem neuen Patienten ein. Dieser Patient ist Johnny Wiles und er liegt auf seinem Sterbebett. Er hat die Sigmund Corp beauftragt, ihm eine neue Lebenserinnerung zu verpassen, in der er es schafft, seinen scheinbaren Lebenstraum zu verwirklichen, nämlich auf den Mond zu fliegen. Das versuchen Eva und Neil zu ermöglichen und dringen deshalb in die Erinnerung von Johnny ein. Dadurch reisen sie rückwärts durch die Lebensgeschichte von Johnny. Ihr merkt schon, die Geschichte hat einen guten Einschlag von Sci-Fi-Filmen, wie zum Beispiel Vanilla Sky oder The Cell oder auch Inception? Keine Ahnung, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich nehme es einfach mal an. Und beinhaltet eine gute Portion Existenzialismus wie Ghost in the Shell. Dies wird zwar während der Geschichte nicht in den Vordergrund gerückt, doch trotzdem kommen Fragen auf wie: Was macht einen Menschen aus? Was ist real oder Realität? Der Fokus dabei bleibt aber immer auf Johnny, seiner Lebensgeschichte und seinem Lebenstraum. So schwankt die Geschichte zwischen Romantik, Mysteriösen und hat zusätzlich eine gute Portion Humor. Ich fand sogar einige Stellen ziemlich gruselig und surreal. Meiner Meinung nach zeichnet so etwas eine gute Geschichte aus. Ein breites Portfolio an Gefühlen, sympathischen Charakteren und eine spannende wie mysteriöse Geschichte. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, hat mir die Story wirklich sehr gut gefallen. Und sie reicht nicht nur aus, um das Spiel zu tragen, sondern sie hat mich auch persönlich und auch emotional berührt. Am Ende des Spiels saß ich erstmal einfach nur vor meinem Computer und musste erst einmal verdauen, was ich soeben erlebt habe. Doch wo kriegt man das Spiel her? Die Retail-Version gibt es an allen bekannten Stellen zu kaufen. Neu hat sie mich gute 15€ gekostet, was ich für das Mitgelieferte in Ordnung fand. Es ist kein Wahnsinnsdeal, aber für die Verpackung, die beiden CDs und 4,5 Stunden Spielzeit bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Das Spiel scheint nicht mehr überall neu auf Lager zu sein, aber ich würde euch empfehlen, nicht mehr als die 15€ neu dafür zu bezahlen. Gebraucht kann man es aber auch preiswerter finden. Und da es keinerlei DRM oder sowas hat, kann man sich auch beruhigt die gebrauchte Version holen. Natürlich empfehle ich es, bei einem Independent-Titel immer neu zu kaufen. Da man hier ja gerade die Entwickler und Herausgeber unterstützen möchte, mehr solcher Spiele und Retail-Versionen zu veröffentlichen. Letztlich bleibt es natürlich euch überlassen. Die Online-Versionen könnt ihr über Steam, GOG.com und den Humble Store beziehen. Diese wird euch je nachdem, was ihr alles dazu kauft, zwischen 8 und 12 Euro kosten. Wenn reduziert, natürlich noch weniger. Ja, wie sieht mein Fazit aus? Also ich werde euch hier keine Zahlensysteme oder Prozente oder Noten oder sowas an den Kopf werfen, da ich denke, dass das vielen Spielen nicht gerecht wird, vor allem Indie-Spielen nicht. Also kann ich euch To the Moon empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es ist eine wunderschöne und einzigartige Geschichte, die hier erzählt wird und kann sie halt nur jedem empfehlen. Ist es ein Spiel, was euren persönlichen Geschmack trifft? Das müsst ihr dann an den Punkten, die ich hier erwähnt habe, und an dem Bildmaterial dann selber entscheiden. Ich kann nur sagen, es ist auf jeden Fall eins der RPG-Maker-Spiele, die man spielen sollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vergesst nicht, spielt, habt Spaß und bis denne.
Moin moin und willkommen zu Endcard. Hier gibt es ein paar Links für euch. Oben links geht es zur letzten Videospielgeschichte, oben rechts geht es zum letzten Erinnerung eines Zockers und unten in der Mitte geht es, wenn ihr aus der Zukunft kommt, zu der nächsten Physical Indie Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, vielleicht einen Daumen nach oben gibt und vielleicht sogar den Kanal abonniert. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und bis denne.